Willkommen zu Part 25 des CPU-Tutorials, hier speziell Assembler. Heute werde ich euch die einfachste Form von Konsolenausgaben im Intel 8086, speziell 8386, 8486 zeigen. Der ist Interrupt-basiert, es gibt auch Subroutine-basierte, also Interrupts kennzeichnen wir durch Int und Subroutine durch Call. Vorerst kurz eine kleine Info zu den Interrupts. Ein Interrupt setzt sich zusammen aus dem eigentlichen Interrupt. Das definieren wir Interrupt und dann eine dezimale Zahl oder hexadezimal, sagen wir mal. Der Konsolenausgabe-Interrupt wäre in dem Fall 21H, also 33. Und aus dem Wert des Akkumulators, also so zum Beispiel, da die obere Hälfte des Akkumulators setzt es auf 1, wird diesen Interrupt leicht abändern. In verschiedenster Weise. Das hier auch. Das hier auch. Das hier auch. Das hier auch. Das auch. Und das und das und das und das. Also Akkumulator und Interrupt selbst. So, wie ich erwähnt habe, ist das der Print String Interrupt. Alleine wird der nicht viel tun. Außer die Kontrolle zurückgeben. Ja, wie ihr seht, habe ich das in Code- und Datensegment aufgeteilt. Im Code-Segment müssen wir nun eine Variable, einen String, eine Zeichenkette definieren. Zeichenketten, String haben natürlich irgendwas mit Daten zu tun, also warum schieben wir sie nicht schon mal ins Datenregister? Um es einfach zu machen, es hat natürlich viel tiefer gehende Hintergründe, aber es reicht völlig zu wissen, dass das DX-Register die Daten vorerst hält. Es gibt noch das SI-Register, dazu werde ich aber in der nächsten Folge kommen. So, was wollen wir denn da reinschieben? Unsere Variable, unseren String-Namen. Wie wollen wir den String nennen? Nennen wir ihn doch einfach mal String 1. Also ins Datenregister schieben wir das Label String 1, die Variable String 1. Hier unten müssen wir dann nur noch den String definieren. Wie machen wir das? Wir kennzeichnen ein Label, wenn der Assembler nun durchgehend, aha, in das DX-Register wird also String 1, die Adresse von String 1 reingeschoben. Wo ist denn die? Ach, die liegt hier unten. Dann definieren wir die zu einem String. Das kennzeichnet das Dollarzeichen hier hinten dran. Und Hallo Welt. So, wir haben nun String 1 erfolgreich Hallo Welt zugewiesen. Assembler geht also durch. Aha, String 1, der liegt hier unten und hier liegt Hallo Welt. Er wird also jetzt, aha, der Interrupt müssen wir mit dem Akkumulatorregister in der oberen Hälfte muss die dezimale 9 liegen. Das bedeutet, er wird alles auf einmal ausgeben, nicht Buchstabe für Buchstabe, sondern wird erst H fetchen, einfügen, A fetchen, einfügen, LO, Leerzeichen, bla bla bla, bis zu dem Dollarzeichen. Dann wird er erst alles auf einmal aus dem Bildschirm auf dem Bildschirm ausgeben. Da das hier ein Emulator ist und kein echter 8086, huch, guck mal, ich habe das schwule Windows-Hintergrundbild. Nichts gegen Schwule, aber das Hintergrundbild gefällt mir wirklich nicht. So, das war's dann. Jetzt können wir auf Emulieren klicken. Auf Run. Außerdem gefällt mir das ja nicht. Und wir klicken auf Run. Hallo Welt. Das können wir nun beliebig oft wiederholen. Einfach kopieren. Umbenennen. Und die neuen Strings ebenso definieren. Da sind keine Zeileneinbrüche drin, also passt auf, dass ihr Leerzeichen setzt. So, hier nicht vergessen, unseren schönen Loop einzufügen. Wir emulieren nochmal. Was? Ach, ja, blöd von mir. Wir müssen das hier unten natürlich auch umbenennen. Ha, ha, ha. So, ausführen.
Hallo Welt, wäre das der String Nummer 1? Wie geht's denn so, String Nummer 2? Und hier ist der Elefant in Minecraft-Affen, wäre der String Nummer 3. Das ist also der Interrupt, eine Unterbrechung im eigentlichen Programm. Der Prozessor wird also gehalten, nennt man das im Englischen. Was es auf Deutsch heißt, weiß ich gerade ehrlich nicht. Angehalten wahrscheinlich. Der Interrupt geht durch. Und er sagt, aha, Akkumulator, wie stehst du denn? Aha, auf 9. So, das heißt, wir fetchen also einzelne Buchstaben, warten auf das Dollarzeichen und geben es dann aus. Alles auf einmal. So. Das soll es dann zu dem Interrupt 21H auch gewesen sein. Das nächste Mal werden wir einen schönen Include-Befehl hier oben reinhauen, der uns das mit dem ganzen Interrupt-Mist ersparen wird. Und wir können dann einfach eine Subroutine einfügen und auch Zahlen, Werte ausgeben und so weiter und so fort. Bis hierhin, sowas wird bei unserem Prozessor in Minecraft noch möglich sein. Es wird vom Quellcode her anders aussehen, aber der Sinn, der dahinter steckt, wird in Minecraft möglich sein. Vielleicht werden hier nur Hallo Welt stehen, weil der Bildschirm nicht so lang ist. Ich meine, es sind ja 80 mal 25 Chars. So groß wird unserer nicht sein. Ja, das war's dann dazu. Kurze Erläuterung nochmal. Org 100H ist dieses normale Befehl. Ins Datenregister wird die Adresse von String 1, das Label String 1 reingeschoben. Dann wird der Akkumulator, die obere Hälfte des Akkumulatorregisters auf 9 gesetzt. Der Interrupt 21H, also 33, wenn ich mich nicht dumm verzähle, wird ausgeführt. Der checkt alle Buchstaben und gibt sie auf die Konsole aus. Dann geht es wieder weiter. Das DX-Register wird aktualisiert, und zwar mit der Adresse von String 2. Die wäre hier Zeile Nummer 23. Und so weiter und so fort. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal mit dem tollen Include-Befehl und einem kleinen Programm, vielleicht zwei Zahlen addieren und ausgeben, geteilt durchrechnen, dividieren, multiplizieren. Und dann, es hört sich blöd an, aber dann kann es ja auch schon ans Betriebssystem rangehen. Ist ja nur Konsolenausgabe. Bis dahin. Tschüssi.